Seit 50 Jahren fördern Bund und Länder Städtebauprojekte in ganz Deutschland. Am Tag der Städtebauförderung fand die virtuelle Saarland-Tagung in St. Wendel statt. Denn St. Wendel ist ein herausragendes Beispiel für die städtebauliche Entwicklung im Saarland. Wo heute Fußgängerzonen und Einkaufsbereiche Touristen locken, herrschte in den 70er Jahren noch dichter Verkehr. Die Stadt hat sich komplett gewandelt. Der Schlosswald ist ein Beispiel hinter mir. Da waren früher Autos, da war Parkfläche, also völlig nur aufs Auto konzentriert. Im Moment haben wir eine wunderbare Aufenthaltsqualität, die Innenstadt umgebaut. Man braucht einen langen Atem beim Städtebau. Und man muss allerdings beginnen und am Schluss sieht man eine völlig neu gestaltete Stadt. Wer durch St. Wendel spaziert, kann damals und heute auch mit eigenen Augen vergleichen. Eine Fotoausstellung auf dem Schlossplatz zeigt das neue und das alte St. Wendel. Bei den geförderten Städtebauprojekten übernehmen Bund, Land und Gemeinden normalerweise je ein Drittel der Kosten. Im Saarland hat sich das in den letzten Jahren gewandelt. Wichtig ist, dass wir vielleicht neue Möglichkeiten geschaffen haben, weil die Finanzierung geht ja in der Regel aus 66 zwei Drittel. Ich habe dies teilweise aufgestockt über Bedarfszuweisung bis zu 90% für die Kommunen und kombiniere es mittlerweile mit dem Programm Sozialer Wohnungsbau. So wird es für die Gemeinden leichter, eigene Projekte anzustoßen. In diesem Jahr hat das Saarland rund 30 Millionen Euro reserviert. Auch in St. Wendel soll in nächster Zeit einiges passieren. Unter anderem die fußgänger- und radfahrergerechte Sanierung der Bahnhofstraße.